wenn man halt den Kunden, so wie du es auch beschreibst, in den Mittelpunkt setzt und um diesen Kunden herum sein Produkt und seine Dienstleistung definiert, man bekommt direktes Feedback. Man kann damit umgehen, man weiß, was man verbessern muss und arbeitet nicht einfach irgendwo ins Blinde. KI und dann. Kunden begeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Buenos Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch Werbung in eigener Sache. Am 1. und 2. November, ja, 2021, live endlich veranstalte ich im wunderschönen Barcelona ein Event der absoluten Sonderklasse, weil Rhetorik trifft auf Customer Experience. Wir machen das Thema Customer Experience zum Executive-Thema und zwar mit Dr. Stefan Wachtel, Experte, Medienrhetoriker und Coach für Executives. Reden, zeigen und fokussieren wir uns ganz konkret auf diesen Schwerpunkt. Du erfährst in 2 Tagen, wie du zur Lieblingsmarke deiner Kunden wirst, weil du erfolgreich auf dem Punkt kommunizieren lernst, wie du konkret Kunden im B2B und auch im B2C ansprichst und unnötige Prozesse einfach abkürzt und vereinfachst und so alles auf den Kunden ausrichtest. Wenn du als Familienunternehmerin, Managerin, Geschäftsführerin oder Führungskraft deine Kommunikation auf das nächste Level heben willst, um deine Führung von Mitarbeitern zu verbessern, um Verhandlungen mit Kunden besser und zielorientierter zu führen, dann trage dich jetzt ein für ein kostenloses Erstgespräch unter www.customer-experience-now.com. Den Link, den gibt's auch nochmal hier in den Shownotes. Und dann lernen wir uns kennen auf diesem Weg. Es wird eine Gruppe sein von maximal 20 Teilnehmern in einer sehr Mastermind-ähnlichen Atmosphäre in einem Top-Hotel direkt im Zentrum von Barcelona, das Le Meridian Barcelona. Könnt ihr auch gern googeln. Und ich hoffe, wir sehen uns. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode, wertvolle Erkenntnisse im Interview mit dem wunderbaren Julian Figur. Julian Figur, herzlich willkommen. Mitbegründer des erfolgreichen Startup-Unternehmens Hansemundial, Podcast-Host, Mobilität der Zukunft und Pionier und Neudenker, um nicht zu sagen, und das gefällt mir besonders, Revolutionär der Mobilität. Ein Hamburger, frisch verheiratet und engagiert wie kaum einer in seiner Branche. Herzlich willkommen im Podcast KI und dann CX-Podcast Julian Figur. Peggy, herzlichen Dank für dieses tolle Intro. Geht runter wie Öl, kann man nicht anders sagen. Ja, das fiel mir auch ehrlich gesagt sehr leicht. Also ich habe dich ja die letzten 18 Monate wirklich in Best-of erlebt, was wirklich dein revolutionäres Engagement für die Branche anging, was wirklich auch mit Trendthemen, Veränderungsthemen anging. Stell dich am besten einfach mal selber vor. Eins, was mir im Kopf geblieben ist, Hansemundial, das Airbnb auf der Straße. Aber du findest natürlich noch die genaueren Worte. Beschreib mal. Hallo. Das Airbnb auf der Straße, ja, das können wir damit abhaken. Ich untermauere das vielleicht ein bisschen. Ja, wir kümmern uns auf der einen Seite um die Kunden und haben auf der anderen Seite unsere Partner und Dienstleister und führen Angebot und Nachfrage zusammen. Ganz klassisches Plattformökonomie, die wir hier zusammenpacken. Bei uns in der Branche sind wir da ziemlich weit alleine auf der Flur. Die klassischen Busunternehmen, die sich um die Fahrer und die Fahrzeuge kümmern, die sind weniger digital angehaucht. Sicherlich gibt es da den einen oder anderen, der da schon ein bisschen neu, moderner unterwegs ist. Aber die meisten, die kümmern sich um ihre Hardware, kümmern sich um ihre Betriebshöfe und Fahrer. Und Digitalität und digitales Business ist für sie weit, weit weg. So, wenn man mal so überlegt, Busfahren ist halt auch wenig digital, auch wenn die Fahrzeuge heute auf dem neuesten Stand sind und im Grunde genommen alles mitbringen, was man sich nur so vorstellen kann und dem autonomen Fahren schon sehr, sehr nahe sind. Aber nichtsdestotrotz, unsere Dienstleistung findet halt fast ausschließlich digital statt
Und wir sind der Digitalisierer der Busunternehmen in dem Sinne, indem wir den digital angehauchten Kunden das neue moderne Denken so leicht wie möglich machen und hier halt den Kundennutzen an die erste Stelle schreiben. Und ganz klassisch, also wenn man das nochmal abkürzt, geht es halt darum, dass man bei uns die Mobilität bekommt, die man im Gruppengeschäft, im Eventgeschäft und überall da, wo viele Menschen von A nach B kommen, im Grunde genommen digital abgebildet über unser Team buchen kann und so einen Mehrwert für den Kunden darstellt und für unseren Buspartner, für den wir halt das komplette Marketing von A bis Z übernehmen, die Lead-Generierung, Angebotserstellung, Konzepterstellung und am Ende sogar das Payment. Und ja, wir servierfertig den Buspartner, den Kunden servieren und nur noch sagen, so, du musst in Terminal 2 stehen mit dem Schild XY und da kommen deine 40 Kunden raus, mit denen du dann 7 Tage unterwegs bist. Ihr seid einfach fantastisch einfach zu buchen. Wenn ich das mal so ganz kurz für den Kunden umschreibe, das ist ja das, was zählt. Wer sind eure Kunden? Beschreib mal. Was bucht ihr für Busfahrten? Welche Branchen, welche Zielgruppen? Also wenn wir jetzt mal so mit dem emotionalen Bereich anfangen, dann sind das große Brands, die irgendwelche Produktpräsentationen machen, die irgendwelche Mitarbeiterveranstaltungen machen oder die einfach ja Messebesuche machen und da im Grunde genommen immer von A nach B shutteln oder den Flughafen an ihr Werksgelände anbinden, um die Besucher dorthin zu bringen oder dann abends den Shuttle zurück in die Hotels gestalten, weil die Leute nicht mehr fahren dürfen oder sollen. Also überall da, wo es einfach sinnvoll ist, lieber ein Gefährt auf die Straße zu bringen, weil das ist im Grunde genommen mein Credo. Wir wollen halt Autos von der Straße bekommen und so einfach nachhaltigere Mobilität darstellen. Weil wenn man sich überlegt, ein Bus nimmt halt 30 bis 40 PKWs von der Straße, bei Veranstaltungen sind es vielleicht sogar 50 PKWs von der Straße, spart somit bis zu 80% CO2 ein. Und es gibt auf dieser Erde kein motorisiertes Beförderungsmittel, welches den Verkehr so viel nachhaltiger gestaltet. Und das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Peggy. Wenn du an den Bus denkst, dann denkst du sicherlich noch nicht direkt an Hanse Mondial. Da denkst du vielleicht an die Schulzeit zurück oder vielleicht an den Flughafen, wo du vielleicht zuletzt viele Busse gesehen hast. Aber hast du ein Erlebnis, was den Bus vielleicht in ein gutes Licht rückt? Naja, also wirklich, das geht wirklich schon ein Stück weiter zurück. Ich muss natürlich dir auch ehrlich sagen, gut, wenn ich jetzt so die Bus-Thematik mir vor Augen halte, dann ist natürlich Flixbus natürlich eine Sache, das kommt mir natürlich in den Kopf, aber das natürlich nicht aus Kundensicht. Da sehe ich das natürlich sehr, sehr kritisch. Von der Seite habe ich es wahrscheinlich auch betrachtet, na, weil mir da die Komponente ja komplett abgeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie auch solche Institutionen wie Schulen, gerade wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die sind ja sehr viel mit Bussen unterwegs, Klassenfahrten, das läuft alles über Bus, ne? Und jetzt auch hier in Barcelona, Flughafen, da ist auch eine ganz große Komponente, Shuttlebus, Bus, Busse, die dort ankommen, dann auch Verbindungen, die hergestellt werden zu größeren Orten, die außerhalb liegen. Das ist schon auch hier in Barcelona sehr en vogue, dass da wirklich Busse, Commute ist wirklich extrem gut hier ausgebaut. Ja, also wir sind ja da auch konzeptionell ein bisschen Vorreiter im Sinne von, was die Blocks angeht, diese verkehrsberuhigten Blocks. Weiß nicht, hast du sicherlich gehört, dieses Konzept, was schon seit 2016 jetzt verfolgt wird und auch in Barcelona in einigen Pilotprojekten umgesetzt wurde, wo da die ersten Statistiken auch jetzt in Zahlen vorliegen. Definitiv, was mir auch in den Kopf kommt, sind natürlich die Riesenverkehrsaufkommen. Und wenn du zu mir sagst, wie viele Autos werden von der Straße genommen mit einem Bus, 5 bis zu 50, dann ist das natürlich eine Sache in den Großstädten, wo wir eigentlich mit Stau ja nur noch zu tun haben. Jetzt wieder, wir haben es ja verlernt in der Pandemie. Ja, das stimmt. Und wenn man mal überlegt, zu einem Schichtbeginn in irgendeiner Firma, da fahren 1000 Leute hin, 1000 fahren vielleicht 800 Autos, vielleicht 700 Autos, da ist ja Verkehr vorprogrammiert. In ein Industriegebiet oder vielleicht auch irgendwo auf die grüne Wiese,
die müssen alle irgendwo parken und so weiter. Also da tut man der Umwelt schon ganz schön viel Schlechtes zu. Und so ein Bus, der kommt vorgefahren, die Leute können aussteigen, haben keine langen Wege, man braucht keine riesigen Parkplätze, der Bus nutzt eine vorhandene Infrastruktur, es braucht nicht groß irgendwas entwickelt werden oder gebaut werden, oder das ist halt Plug and Play fertig, wenn man so möchte. Mhm. Und ist halt wahnsinnig flexibel, weil die Schienen, die kann ich meistens nicht direkt bei mir vor der Haustür als Unternehmer enden lassen, sondern da gehört halt immer viel dazu. Und egal, ob jetzt nun in Spanien oder in Deutschland, das Schienennetz ist vielleicht nicht das schlechteste auf der Welt, aber wenn ich da irgendwas bauen möchte, dann dauert das erstmal 30 Jahre. Also die Kommunikation auch, was jetzt die Zuverlässigkeit angeht, gefühlt ist beim Bus höher als bei auf der Schiene, muss ich ehrlich sagen. Und gerade ich sehe das ja immer von der Kundenseite, was mir natürlich auch speziell auch bei Hanse Mondial von Anfang an imponiert hat, ist, das ist eure Kundenzentriertheit, euer Kundendenken, auch in einer Phase, ihr wurdet gegründet, wann, Ende 2017. 17, genau. Und habt ja wirklich einen absoluten Wachstumsschub direkt schon am Anfang erlebt, wenn ich das wirklich richtig in Erinnerung habe, und aber trotzdem eben diese Kundenzentriertheit angewandt, beziehungsweise versucht auch in euren Konzepten schon am Anfang umzusetzen. Das ist ja bei der Mehrzahl der Unternehmer, gerade Startups, die sagen, der Kunde kommt, ich muss jetzt erstmal expandieren, ich muss jetzt erstmal investieren, ich muss jetzt erstmal Strukturen schaffen und dann schaue ich, wo der Kunde bleibt. Bei euch war das anders. Beschreib mal, wie ihr die Vision so klar auf Kundenziel hinbekommen habt. Wie war da der Vorgang? Ihr seid ja auch 4 Gründer. Wir sind zu viert, genau. Im Grunde genommen, ich bin seit 13 Jahren in dieser Branche und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin in diese Branche gekommen, weil ich irgendwie Busgeruch habe, weil ich irgendwann an Bussen geschraubt habe oder ein Faible für irgendwelche Fahrzeuge habe. Habe ich nicht. Hm. Ganz andere Fables, wenn man sie so möchte. Aber ich habe diese Branche unglaublich lieb gewonnen und ich habe hier Persönlichkeiten kennengelernt und ich habe Projekte abgewickelt und durchgeführt, die diese Branche und meinen Job einfach in ein ganz anderes Licht gerückt hat. Und da spielt natürlich der Kunde immer eine ganz, ganz relevante Rolle. Hm. So, und jetzt stellt man sich einfach mal vor, so eine 25-jährige Projektmanagerin, die von ihrem Chef als die Chefin für Teilnehmermanagement und Shuttles hingesetzt wurde. Und dann heißt es, ja, wir machen eine Veranstaltung, 1500 Leute, und du kümmerst dich darum, dass die ins Gästemanagement kommen. Mhm. Und nebenbei machst du noch ein bisschen Bus. Mhm. Dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich lasse die aus, oder ich kümmere mich darum, dass sie nach der Veranstaltung sagt und auch während der Veranstaltung sagt, hey, geil, dass ich euch an meiner Seite habe. Hm. Und das habe ich vom ersten Tag an gemacht. Ich habe heute noch Kontakt mit meiner allerersten Kundin. Die hat ein Kind bekommen, hat eine Weltreise gemacht und fängt jetzt gerade wieder ihren neuen Job an. Das ist total genial. Und wenn man halt den Kunden, so wie du es auch beschreibst, in den Mittelpunkt setzt und um diesen Kunden herum sein Produkt und seine Dienstleistung definiert, man bekommt direktes Feedback. Man kann damit umgehen. Man weiß, was man verbessern muss und arbeitet nicht einfach irgendwo ins Blinde. Also praktisch, ihr seht wirklich den Kunden auch als Co-Creator, ne? Als Mitteilhaber im Prozess der Entwicklung. Absolut. Ja, genau. Also wir haben ganz, ganz viele Kunden, die uns dieses, die uns entsprechendes Feedback geben, mit dem wir dann ja einfach den nächsten Step gehen. Also wir diskutieren jetzt zum Beispiel gerade so ein ganz sensibles Thema wie Zahlungsmodalitäten. Das kann man aus dem Bauch heraus diskutieren oder vielleicht auch aus irgendeinem Theoriebuch heraus diskutieren. Mhm. Oder man lässt halt die Einflüsse und das Feedback von seinen Kunden damit einfließen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz elementar, weil vor 10 Jahren, da hat man noch von oben runter den Daumen drauf gedrückt und hat gesagt, so macht man das. Ja, und dann gibt es Amazon, die sich dahingehend halt ganz anders aufstellen und das vielleicht ein bisschen kontroverser gestalten und eher in die Richtung gehen, wie mache ich es anders und wie kann ich einen höheren Kundennutzen schaffen? Mhm. Bei uns geht es halt maximal um den Kundennutzen. Mhm. Ja, genau.
Der Kunde ist nicht nur der klassische Kunde, die Schulklasse oder die Eventmanagerin oder der Konzern, der seine Mitarbeiter shutteln möchte, sondern auch der Buspartner, mit dem wir halt versuchen, die Abläufe so einfach, simpel und zugänglich wie irgendwie möglich zu machen. Und am Ende gestalten wir halt unseren kompletten Prozess übers Smartphone. Und wir wollen, dass unsere Kunden, unsere Partner, aber auch mein Team im Grunde genommen vom Smartphone aus in der Lage ist, alles zu steuern. Also ihr setzt praktisch, sag mal, deine Werte, ich habe sie ja auch gelesen oder besser gesagt, interpretier die mal. Einfach, individuell, zuverlässig und? Flexibel. Flexibel, genau. Wie setzt du jedes von diesen Werten wirklich konkret um? Was heißt das für dich? Naja, also wie setzt man die konkret um? Ich glaube, das Ganze findet in einem Level des wachen Bewusstseins statt. Also im Grunde genommen fließt das Ganze dann, wenn du es lebst, irgendwann in das Unterbewusstsein und du machst es einfach, du handelst einfach. Und wenn du das geschafft hast, dann merkt der Kunde auch, der macht das nicht einfach nur, weil er mich irgendwie über den Tisch ziehen will oder weil er einen Abschluss machen möchte, sondern weil er es ernst meint. Und das ist halt genau das, also wir meinen das halt ernst. Unsere Namensfindung zum Beispiel, Hanse Mondial, können wir jetzt drüber streiten, ob das skalierbar in Europa ist, whatever. Aber dieses hanseatische Kaufleute, das kommt halt woher? Und einen Auftrag per Handschlag machen, sich untereinander unterstützen, helfen, sich auch einfach mal Deckung holen, gemeinsam Projekte erarbeiten, das ist das, was die Kaufleute schon 1600 gemacht haben. So, und das ist vielleicht auf diesem Weg in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen verschwunden oder ist nicht mehr up to date. Und du bist eigentlich mit so einer Haltung und Einstellung weit weg von so Knebelverträgen oder Absicherungen, die du im Grunde genommen brauchst. Natürlich muss man sich heute auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen absichern, aber wenn ich einen Buspartner habe in Dortmund und der mir sagt, ja klar, kein Problem, ich fahre morgen um 8 Uhr los, dann fährt er auch um 8 Uhr los. Und dafür brauche ich jetzt keinen ellenlangen Vertrag formulieren oder was auch immer, dann funktioniert das einfach. Und genau das ist halt die Basis, auf der wir arbeiten, um auf der Kunden-, also auf der Partnerseite eine hohe Zufriedenheit zu gestalten und auf der anderen Seite halt ja den Kunden genau diesen Nutzen, den wir auf der Partnerseite generieren, wiederzugeben und so eine maximal hohe Zufriedenheit und Qualität darstellen wollen. Flexibilität ist ja auch ein großes Thema bei euch und ich weiß, dass ihr sagt, Kundenservice 24/7, wie schaffst du das? Das ist ja der Traum eines jeden Kunden, ja? Wenn ich viele Kundenstimmen lese, beziehungsweise ich auch mich selbst als Kunde manchmal sehe, dann, wenn es dann heißt, das ist ihr Ansprechpartner. Nur ein kurzes Beispiel. Ich hatte letztens auch eine als Kundin selber ich und mir wurde dann ein Ansprechpartner in diesem Projekt zugewiesen. Dieser Ansprechpartner, der war genau mein Ansprechpartner, ich will mal sagen, 2 Tage. Und dann ist er irgendwo in diesem Projekt verloren gegangen. Dann wusste ich überhaupt nicht mehr, an wen ich mich zu wenden hatte mit meiner Problematik. Da wurden auch bestimmte Anfragen von jedem Mal beantwortet und in dem Moment wusste ich, das Konzept Ansprechpartner fehlgeschlagen. Wie schaffst du es? 24/7 Kundenservice, das ist eine Hausnummer. Ist es, definitiv. Mhm. Und es ist auch eine Hausnummer für uns, gerade wenn wir das Thema Skalierung nehmen und dann verschiedene Zeitzonen und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend und auch eine Herausforderung, die immer weiterzuentwickeln ist. Aber wenn ich jetzt mal von unserer Betrachtung 24/7 ausgehe, dann ist es quasi die 24/7 Kundenbetreuung und unsere Leitstelle, die halt für laufende Projekte aktiv ist. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in 14 Tagen bei uns einen Bus gebucht hast und uns dann nachts um 24 Uhr versucht zu erreichen und dann vielleicht nur der AB rangeht mit einer netten Stimme, dann muss ich auch sagen, dann wünsche ich mir ein bisschen Verständnis von dir und von unseren Kunden, dass wir nicht Mitternacht hier für ihn gerade stehen, wenn es darum geht, kann ich einen Hund mitnehmen oder habt ihr auch einen Kindersitz? So, das sind Fragen, die können wir von 9 to 5 beantworten. Da muss ich keinen 24/7 Kundenservice haben.
Aber wenn es darum geht, dass du eventuell morgen, keine Ahnung, der Flug, der hat Verspätung, das weißt du schon nachts um 23 Uhr und möchtest mir das gerne mitteilen, ja, dann ist das eine Information, die wir natürlich gerne nehmen. Die hätten wir auch selber erfahren, weil wir die Flugnummern entsprechend checken und natürlich wissen, ob der Flieger aus Barcelona nach Hamburg pünktlich ist. Hm. Aber das sind relevante, auftragsbezogene Informationen, die wir unserer Leitstelle natürlich gerne aufnehmen. Kann aber auch sein, dass halt was viel, viel Krasseres passiert und vielleicht irgendjemand in seinem Projekt sieht, schade, ich brauche eigentlich zwei Busse und habe nur einen. Hm. So, ich brauche jetzt noch einen zweiten Bus. So, dafür musst du für deinen Kunden da sein, um genau dieses Problem kurzfristig zu lösen. Und dafür haben wir unser 24/7-Projektteam, welches die Abwicklung übernimmt, mit dem Kunden im Dialog steht, mit dem Busfahrer im Dialog steht und halt auch in der Lage ist, so welche aufkommenden Herausforderungen auf Knopfdruck zu lösen. Weil das ist ja auch die Realität dann wirklich, gerade in eurer Branche, gibt es ja Veränderungen, Verschiebungen, dann gibt es wirklich auch Ereignisse, ja, die da braucht man wirklich einen zuverlässigen Partner, der dann auch schnell reagieren kann, ja, in der Hinsicht. Das ist unser Kern quasi. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also natürlich, ich könnte jetzt hier die Verkaufsmasche runterleiern, aber nee, wir meinen das schon so. Also ja. Wir lassen keinen unserer Kunden irgendwo im Regen stehen. Wenn der ein Problem hat, was wir uns annehmen, dann lösen wir das auch. Das wäre ja dann auch wirklich manchmal so, ja? Also wenn du sagst, im Regen stehen lassen, das ist ja dann wirklich, wenn die Transportmöglichkeit bei einem Event oder ich muss ehrlich gesagt sagen, bei meiner Hochzeit hat alles funktioniert, hat wirklich alles funktioniert, was du dir denken kannst. Das Catering war extrem top-class, die Location, alles. Transport hat nicht funktioniert. Hast du auch nicht bei uns gebucht. Ja, das ist richtig. Das hat am Ende nicht funktioniert. Die kamen, ich glaube, zu spät oder was da war. Am Ende, ja, und das ist dann wirklich eine Situation, die ist so unangenehm, das kommt dem im Regen stehen gleich. Julian, woher nimmst du deine Benchmarks? Also woher sagst du, Service Excellence bedeutet für mich 1, 2, 3? Und woher, ja, wo orientierst du dich da? Also ich glaube, ganz oben ist Trust zu nennen an der Stelle, weil ich habe den Anspruch, unseren Buspartnern ein zuverlässiger Partner zu sein, der ihnen die Existenz sichert, der ihnen zusätzlichen Umsatz bringt und der ihnen als Sparringspartner zur Seite steht, um Herausforderungen zu lösen, die sie alleine vielleicht nicht lösen können. Und so muss ich auf der anderen Seite gegenüber meinen Kunden halt entsprechend Trust entwickeln. Da gehört eine saubere Homepage dazu und die Auffindbarkeit und Social-Media-Aktivitäten und ein Gesicht und viele Gesichter, die ich hier in meinem Team habe, die sich halt den Herausforderungen, die uns gestellt werden, entsprechend annehmen und lösen. So. Der zweite Punkt ist, glaube ich, die Zufriedenheit als Motor zu sehen. Also ein Kunde, der zufrieden ist, der dich weiterempfiehlt, der dir eine gute Bewertung schreibt und der wieder bucht, ist halt, ja, das ist Bestätigung, nicht nur für die Buchhalterin, die am Ende sich freut, dass eine pünktliche Zahlung kommt, sondern halt auch für den Sachbearbeiter, für den Projektmanager, für jeden Einzelnen in meinem Team, für mein Marketing, die sich halt sagen, hey, das, was wir machen, hat alles Hand und Fuß und Sinn. Einen Sinn. Und das ist ja für ganz, ganz viele Menschen, und da kommen wir fast zum dritten Punkt, wenn ich einen Sinn in meinem Leben habe, dann verfolge ich das mit mehr Herzblut. Und Sinn oder gleich warum mache ich das, was ist mein Sinn, das ist ja das Gleiche. Wenn ich das für mich beantworten kann, dann hat der Kunde und der Zuhörer oder der Interessent ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und dieses Warum beantworte ich mit absoluter Leidenschaft und ganz ernst gemeinten Worten. Ich möchte die Mobilität der Zukunft in meinem Bereich aktiv mitgestalten und lade jeden meiner Kunden dazu ein Teil davon zu werden. Und
Ja, unsere Busse fahren noch nicht mit E-Antrieb. Wir werden nächstes Jahr zu dem nächsten Monat zu dem ITS World Congress in Hamburg den ersten E-Bus einsetzen. Haben danach ein Folgeprojekt, wo wir auch einen E-Bus einsetzen werden. Aber das ist noch nicht Usus, das ist noch nicht der Standard. Okay. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich 80% CO2 einsparen kann, wenn die Klassenfahrt nicht mit 30 Autos stattfindet, sondern mit einem Bus stattfindet, dann finde ich, ist dieser Beitrag, den wir leisten und damit die Antwort auf unser Warum schon sehr, sehr extrem. Und da könnte ich halt auch ein klares Ausrufezeichen hintersetzen. Und ich kann es halt nicht nachvollziehen und werd da vielleicht dann auch ein bisschen ernst und böse, wenn es halt Aktivitäten gibt, wo Unternehmen oder Eventagenturen lieber auf Taxis setzen oder auf individuelle PKWs, weil der Kostenfaktor, der da hinten ansteht, wenn ich 50 Autos auf die Straße stelle, Sprit, Versicherung, mögliche Schäden und so weiter, am Ende sogar direkt fühlbar teurer sind, als wenn ich einen Bus fahren lasse. Und da habe ich noch nicht den Faktor Nachhaltigkeit, Umweltschäden und was erwartet uns eigentlich in 3, 4, 5 oder 10 Jahren mit involviert. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Du hast es jetzt schon kurz angeschnitten, E-Mobilität, neues Mindset, neues Denken. Meinst du, dass wir schon mental wirklich so weit sind, dass wir sagen, okay, wir verabschieden uns vom Auto? Wir verabschieden uns von diesem Statussymbol auch Auto, ja. Also das spüre ich ja jetzt schon, ja. Also meine Kinder, die sind natürlich auch ein bisschen prädispositioniert. Auto ist ein Riesenthema, ne? Bei uns so, generell in der Familie. Aber so irgendwie diese Euphorie ist gar nicht mehr da. Also das sind wir mental da schon so weit? Also ich fange mal an, als ich mit 17 in den USA war. Damals, das ist schon ein paar Jährchen her. Da war ich Feuer und Flamme, meinen Führerschein zu machen. Ich habe den auch gemacht. Und meine erste Challenge war, als ich zurückgekommen bin, mein Auto zu bewegen. Und ich habe mir riesen Gedanken darüber gemacht, wie ich halt meinen Führerschein in einen deutschen Führerschein umwandeln kann. Und so konnte ich nicht, ich habe einen Führerschein gemacht. Das war damals auch noch so. Viele meiner Freunde, mein Bruder gehörte nicht dazu, haben unmittelbar ihren Führerschein gemacht. Und ich glaube, das hat sich bis heute ein bisschen verschoben. Das ist nicht mehr Prio 1. Also nach dem Abi lieber ein Jahr zu reisen, ist, glaube ich, die größere Priorität als der Führerschein. Und damit findet schon so ein bisschen Veränderung statt. Und das ist auch gut. Aber zu deiner Frage: Sind wir schon bereit dazu? Sind wir gesellschaftlich an einem Punkt, wo es darum geht, dass diese Veränderung wahrgenommen wird, also diese Veränderung wirklich stattfindet und wir dann auch daran denken, dass die Mobilität der Zukunft ein bisschen anders aussehen muss, weil wir unter anderem über die Mobilität den Umweltschutz ganz klar mitgestalten. Und da sage ich dir, nein. Für viele ist das Auto immer noch ein Status, ein Symbol für Freiheit. Und da fange ich an, mir die Haare auszureißen, weil Auto und Freiheit passt für mich absolut nicht zusammen. Absolut nicht. Ich bin der Meinung, wenn ich dieses dämliche Steuer in der Hand habe, bin ich alles andere als frei. Oder guckst du dir dann den hübschen Beifahrer auf dem Auto daneben an? Oder schreibst nochmal schnell eine WhatsApp an deine Kinder? Oder kümmerst dich um die nächsten Einkäufe bei Amazon? Nein, ich hoffe nicht. Eigentlich ist es ja immer das Gegenteil, dass immer so gesagt wird, also wenn ich jetzt Millionär, Multimillionär werde, das Erste, was ich mir anschaffe, ist ein Fahrer. Oder halt die Freiheit, dann halt nicht mehr fahren zu müssen, ja, zum Beispiel. Ja, finde ich witzig, dass du das so anführst, weil du hast vollkommen recht, wenn du irgendwo, du stehst irgendwo, nee, du guckst Fernsehen, irgendein Gala-Beitrag über irgendwas, roter Teppich und die Leute steigen aus und denen wird sogar die Tür aufgemacht. Vielleicht hat der Fahrer sogar weiße Handschuhe an oder so. Wie geil ist das denn? Das würde ich auch gern mal erleben. Genau, ja. Ja, unsere Busfahrer, die steigen nicht aus. Die Türen gehen trotzdem automatisch auf. Und sie haben keine weißen Handschuhe. Aber du kannst dich in unseren Bussen genauso fahren lassen wie irgendein Super-VIP, der von einem roten Teppich aussteigt. Du kannst dich von einem Taxi fahren lassen, was über die Straße rollt. Und ein Auto, welches
dich betriebswirtschaftlich eigentlich in den Ruin führt. Und ich frage mich immer, wie ein Betriebswirtschaftsabsolvent mit seinem ersten Gehalt erstmal ins Autohaus läuft und sich ein Auto liest. Dann frage ich ihn, was hast du eigentlich die letzten 3 Jahre gemacht? Hast du in deinem Studium nicht aufgepasst? Warum bist du bereit für ein Auto, was eigentlich 23 Stunden am Tag steht, vielleicht 22 Stunden am Tag steht, 400 Euro am Ende des Monats plus Sprit plus Versicherung zu zahlen? Mhm. Also bitte, mit diesen 400 Euro kannst du so viel Bahn fahren, da kannst du so viel Fahrrad fahren, ja, so viel Mikromobilitätsangebote wählen, dass du halt ja, nein sagst. Nö, ich möchte lieber in meinem Auto fahren, weil dann bin ich flexibel und frei. Ja. Ja, es gibt Menschen, die bestimmt darauf zurückgreifen müssen. Kinder wohnen auf dem Land, haben keine gute ÖPNV-Anbindung, auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele, die sich ganz stabil in die Tasche lügen. Denkst du, dass wir jetzt generell, wenn ich dir so zuhöre, dann ja, fangen wir gesellschaftlich bei so vielen Herausforderungen an, darüber, das greift ja alles eins ins andere, ja, also wenn die E-Mobilität, was für mich teils eine Pseudolösung ist, also momentan zumindest glaube ich, da bin ich da nicht so euphorisch, wie uns das jetzt auch suggeriert wird, dann geht es ja weiter über Digitalisierung, die Entvölkerung der Länder, ja, also dieser Landkreise sozusagen, was ja alles Herausforderungen sind, denen wir jetzt irgendwie, ja. Tribut zollen. Genau, die wir jetzt meistern dürfen. Denkst du, dass wir da wirklich jetzt in den nächsten 10 Jahren eine große Veränderung erwarten können? Trotzdem? Also wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Also wir können nicht irgendwann, keine Ahnung, 70, 80 Millionen Autos über die Straßen rollen sehen, zumal sie ja meistens stehen und nicht fahren. Da muss es eine Veränderung geben. Und Sharing, ein Teil unseres gesamten Geschäftsmodells. Wir besitzen keine eigenen Kapazitäten, sondern wir greifen auf die vorhandenen Kapazitäten zurück, die einfach nur optimiert und besser ausgelastet werden müssen. Nee, also das funktioniert nicht. Es geht nicht immer über mehr, sondern man muss halt vielleicht auch mal umdenken und bereit sein, auch auf Dinge zu verzichten und vielleicht im Kopf auch einfach mal ein Bewusstsein schaffen für, ja gut, wenn ich darauf verzichte, geht es mir da aber vielleicht besser. Und wenn es mir da besser geht, dann kann ich dem was Gutes tun. Und genau das ist der Tenor, der bei an vielen, vielen Punkten halt leider nicht stattfindet, wo ich allerdings sagen muss, das ist genau das, was uns gesellschaftlich aktuell fehlt. Wir haben ja jetzt während der Pandemie oft wirklich essentiell diskutiert, wir alle als Gesellschaft, und haben uns hinterfragt und sind da auch wirklich kritisch mit einigen Punkten umgegangen. Denkst du, dass die Mehrheit der Erkenntnisse wirklich auch jetzt Realität werden oder dass das einfach wieder so ins Normale übergeht, wie es vorher war? Was meinst du, was jetzt wirklich übrig bleibt von diesem Lockdown, von diesem Stillstand, von dieser nicht mobilen Zeit? Also ein Aspekt, den haben wir alle schon miterlebt. Der Gebrauchtwagenmarkt hat einen Hype erlebt, wie man sich ihn kaum vorstellen kann. Weil die Leute, die normalerweise ÖPNV gefahren sind oder irgendwas anderes gemacht haben, die haben sich dann plötzlich doch einen dicken SUV gekauft, weil sie lieber Auto fahren, anstatt sich in die Bahn zu setzen. Ich weiß nicht, ob du, aber ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der sich in der Bahn irgendwie angesteckt hat oder im Bus. Aber sei es drum, ich glaube, dass wir sehr, sehr schnell wieder in alte Marotten verfallen. Und viel gut Gesagtes einfach vergessen oder wir uns auf das beruhen, was wir eigentlich immer gemacht haben. Ganz nach dem Motto, haben wir früher schon gemacht, machen wir jetzt weiter so. Ja, es wird ein paar Rebellen geben, die ganz aktiv für das einstehen, also für die Veränderung einstehen, die wir zwangsläufig brauchen, glaube ich, ganz fest dran. Und ich würde auch jeden ermutigen und empowern, um genau das weiter zu tun. Weil genau das sind halt die Themen, die uns eigentlich fehlen. Und ich bin halt auch ein absoluter Befürworter dafür, dass wir gesellschaftlich
ganz, ganz viel verändern können. Wir müssen nicht warten, bis die Politik uns irgendwas ermöglicht oder subventioniert oder fördert oder whatever, oder irgendwelche Unternehmen sagen, weißt du was, ich baue jetzt nur noch E-Autos. Nein. Wenn ich zu Hause anfange, Müll zu trennen, wenn ich nicht loslaufe und Billigfleisch kaufe, wenn ich einfach mal das Auto stehen lasse, dann habe ich ganz, 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 ganz viel Positives getan. Ich muss gestehen, ich war letzte Woche in der Schweiz und ja, ich bin geflogen. Ich habe tolle Gespräche im Flugzeug geführt mit wildfremden Menschen. So, das erhält mich ein bisschen, aber mein schlechtes Gewissen war schon da. Aber ich muss gestehen, mit den Aktivitäten, die ich drumherum mache, unter anderem den Bussen, die ich in Zürich fahren lassen habe, und die Bahn, die ich genutzt habe, kompensiere ich das halt auch ein Stück weit. Und dann darf man sich auch einfach mal was gönnen. Ich sage überhaupt nicht, dass der Flug in die Staaten oder nach Australien oder Südamerika, dass das verboten werden muss. Nein. Wir wollen ja Dinge erleben und das hat man ja auch gesehen, dass in der Pandemie im Lockdown anhand der Daten des Umweltministeriums wirklich gezeigt hat, der Flugverkehr, der ja praktisch am Stillstand war, jetzt nicht den Effekt gehabt hat, den alle erwartet hatten. Na, also das war, ich weiß jetzt nicht mehr. Waren schlechter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Prozentsatz, aber auf alle Fälle nicht so, wie man es gedacht hat. Na? Ja, stimme ich dir zu. Also von daher, ich möchte ja gar nicht irgendjemandem das Erleben oder die Erlebnisse nehmen und streichen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte aber, dass wir in unserem Alltag Dinge tun, die uns dann ermöglichen, vielleicht Erlebnisse trotzdem wahrzunehmen und meinetwegen auch ein schnelles Auto auf der Rennbahn, auf der Rennstrecke zu fahren. Ja, genau. So dieses Tempolimit, das wird ja jetzt auch auf uns, ja, je nach Regierung, aber auf uns doch irgendwie zukommen. Und in Spanien ist das ja schon, Spanien, Italien, das sind ja die Länder, wo 130, ja, es geht nicht mehr schneller. Ja. Ob ich das gut finde oder nicht, natürlich, mir gefällt es auch mal ein bisschen schneller zu fahren, aber generell dieses, ja, müssen wir uns da in einer gewissen Weise schon auch umstellen. Und egal, ich glaube auch, du bist ja der Expert in der Thematik, aber zum Beispiel die ganze E-Mobilität-Thematik nicht als Endlösung sehen. Ich sehe sie auch nicht als Endlösung. Ich glaube, da wird noch ganz anderes auf uns zukommen, was der ein oder andere vielleicht heute schon kennt und weiß, aber uns noch vorenthalten wird. Ich bin davon überzeugt, dass die E-Mobilität oder auch der Wasserstoff nur eine Übergangslösung ist und danach noch was anderes kommt. Ja, jetzt noch mal kurz wirklich zu dem Business, was wir jetzt wieder haben. Wir sind jetzt im letzten Quartal. Pandemie liegt hinter uns. So wie ich das aus der Hotellerie und aus den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, kenne, die große Herausforderung ist jetzt das Hochfahren. Das Hochfahren, wieder die Maschinen anzuwerfen und zu sagen, wir sind wieder im Business, neue Leute einzustellen, neue Leute auch zu finden. Und ihr habt ja gerade so eine tolle Unternehmenskultur und sucht, nehme ich mal an, jetzt auch wahrscheinlich wieder die passenden Mitarbeiter, die genau die Philosophie umsetzen, die ihr als Gründer schon so fantastisch lebt. Was passiert gerade bei Hanse Mundial? Wie geht ihr damit um? Wie auch wirkt das auf die Mitbewerber beziehungsweise die Menschen, die wirklich mit euch zusammenarbeiten wollen? Zieht sozusagen diese innovative Unternehmenskultur, zieht das? Findet ihr gute Leute? Findet ihr Talente? Also ich glaube, dass die Situation gerade schwierig ist. Mhm. Politisch geprägt, Pandemie geprägt. Ich glaube, rein rational betrachtet, viele Leute sind aktuell nicht so richtig bereit, sich was Neues zu suchen oder bereit, sich zu verpflichten. Und das Alte ist sicher und ich bleib jetzt in dem, was ich habe und bin jetzt nicht so wechselwillig, sage ich mal. Wir haben ein unglaublich tolles Team und wir haben über die Pandemie an unserem Team festgehalten, wofür wir auch unglaublich dankbar sind, dass unser Team diesen Weg mit uns gegangen ist. Aber heute in dem Zusammenhang, und wir haben jetzt auf diesen 2-3 Projekten, also
auf diesen zwei, drei oder drei Projekten haben wir dieses Jahr, ich würde sagen, so 130, 140 Leute eingestellt und wieder gehen lassen, weil Projekte zu Ende gingen und so weiter. Und das ist schon extrem viel gewesen. Aber aus dieser Menge an Menschen die Talente rauszufiltern, das war nicht so, da waren nicht so viele Talente dabei, leider. Und deswegen ist das eine Riesenherausforderung, halt genau diese Talente zu finden und sie dann für sich zu gewinnen, um sie von seiner Vision und seiner Challenge, die man hier so hat, zu überzeugen. Also das ist kein Selbstläufer, auf keinen Fall. Und da ist ein innovatives Startup mit Sharing und Plattformökonomie und so, das ist alles vielleicht ganz toll, aber das ist kein Selbstläufer. Also wir haben schon die Herausforderung, dass wir da ein bisschen was machen müssen. Ja, also von daher, das Gewinnen von Talenten steht bei uns natürlich ganz oben auf der Agenda für diverse Bereiche, egal ob partnerseitig, kundenseitig, Abwicklung. Ja. Da suchen wir überall, im Marketing, natürlich auch in der Programmierung. Ich suche einen Trainee an meiner Seite. Das ist nicht ohne und ich würde behaupten, dass die Challenge ist, die wir jetzt für den Restart, die uns bewusst ist, die wir gerne annehmen und wir uns auf viele, viele neue Talente, die sich bei uns vorstellen, die wir für uns gewinnen können, im Grunde genommen freuen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wer quasi als nächstes hier bei uns auf der Matte steht und ja, Challenges, Herausforderungen formuliert, auf die wir uns freuen, diese zu lösen. Was hilft denn euch dabei? Also wenn wir jetzt mal den Unternehmern, die jetzt KI und dann den Podcast hören, mal so ein bisschen eure Best Practice und Erfahrungswerte teilt. Was hilft euch dabei, wirklich zu sagen, okay, wenn ihr Talente sucht? Also du meinst, welches Talent uns jetzt weiterbringen würde? Nein, oder? Ich meine jetzt so, welche Strukturen ihr da anwendet, so im internen Bereich, wo ihr sagt, ihr habt jetzt ganz klare Stellenprofile, ihr habt eure Vision, ihr habt einen Onboarding-Prozess. Ich weiß ja, dass ihr das habt, deswegen frage ich dich da so konkret. Ja. Weil das ist auch immer mal gut, von jemand anders zu hören und nicht immer nur von mir. Ja. Dass das mein Rat natürlich ist, das ist klar, aber auch mal aus Unternehmersicht. Das, Also ich glaube, wir haben viele unserer heutigen Talente bei Hanse Mondial, die haben wir auf der persönlichen, emotionalen Ebene aus dem Bauch heraus eingestellt und haben gesagt so, hey, verfolgst du unsere Vision und möchtest du diesen Weg, diese Reise mit uns gehen? So, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, hey, das geht nicht mehr nur aus dem Bauchgefühl, wir müssen das strukturierter angehen. Wir müssen hier Kennzahlen abfragen, wir müssen hier Erfahrungen und Know-how abfragen, wir müssen Persönlichkeitsprofile damit der Bewerber erstellen, um zu sagen, hey, passt der in unser Team, passt der in unsere Vision und wie läuft es dann eigentlich auch zukünftig mit ihm ab? Wie geht er oder sie mit Konflikten um? Wie reagiert er in Stresssituationen? Und also welche Sachen, ja, brauche ich dir jetzt nicht großartig zu erzählen und deinen Zuhörern sicherlich auch nicht, sind das aber alles Fragen, die wir uns natürlich in diesem Recruiting-Prozess auch stellen. So, und wenn dann jemand bei uns ist, weil wir ihn vielleicht gepackt haben mit unserer Idee oder mit unserer Vision, und er sagt, da habe ich richtig Bock mit anzupacken und will was mitgestalten, dann durchläuft er natürlich einen sehr, sehr komplexen und ausführlichen Onboarding-Prozess, wo er unsere Strukturen und unsere Verantwortlichkeiten kennenlernt, von allen Bereichen was an die Hand bekommt und dieses Gesamtkonstrukt für sich in den ersten 6 Wochen im Grunde genommen so malt, dass er oder sie sich ein Bild davon machen kann und weiß, wie eigentlich der Hase hier läuft. Ich weiß ja auch, dass ihr redet ja nicht nur von Digitalisierung und von dem Innovationswillen, sondern ihr setzt den ja auch wirklich intern bei euch um. Digitalisierung wird ja bei euch wirklich total groß geschrieben. Ihr macht's ja sogar selbst, richtig? Ja, wir können nicht nur immer von Digitalisierung sprechen, sondern wir müssen es halt selber anpacken, hast du vollkommen recht. Wir haben im Grunde genommen vom ersten Tag an, Tag 0 an, unsere eigene Software geschrieben. Weil es keine adäquate Lösung am Markt für uns gibt
Und aus dem Grund bilden wir halt diesen Digitalisierung, diesen digitalen automatisierten Buchungsprozess maximal selber ab. Natürlich haben wir da auch clevere Tools und APIs, die wir damit nutzen. Aber das Grundgerüst stammt alles bei uns aus dem Haus. Wir arbeiten mit Teams zusammen und haben da unsere komplette interne Kommunikation, die darüber läuft. Und das funktioniert unglaublich gut. Und ist halt nie fertig in dem Sinne, also immer ausbaufähig. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserer Software, wir planen jetzt gerade unseren Launch, weil wir zwei unserer Softwarepakete, einmal diese Projektebene und einmal, wo es sehr komplex war und wo wir das klassische Tagesgeschäft miteinander verschmelzen. Mhm. Und das wird ein unglaublich interessanter Move sein, den wir da vorbereiten gerade, wo ich richtig heiß drauf bin, weil es dann halt die Prozesse intern nochmal deutlich beschleunigt und glatter zieht und wir halt ja damit deutlich schneller sind und vielleicht unseren Qualitätsanspruch nochmal erhöhen. Und das wird ein sehr, sehr spannender Move sein. Das ist natürlich die absolute Perfektion, die KI auf der einen Seite, beziehungsweise Digitalisierung. Es muss ja, weiß ja nicht, ob inwiefern ihr wirklich auch schon künstliche Intelligenzen dann auch einsetzt in Form von Kommunikation mit euren Kunden und so weiter. Aber die Digitalisierung auf der einen Seite und euer wirklich exzellenter Anspruch auf höchster Ebene, was die Kunden Experience angeht. Und natürlich werde ich auch deine Daten und Kontaktdaten hier verbinden. Ich weiß, dass du auch ein sehr großer Freund von Netzwerken bist und Austausch auch auf unternehmender Ebene, egal aus welcher Branche da Interesse besteht, da auch mal sich da auszutauschen, wie ihr das wirklich schafft. Für mich ist es grandios, dass es wirklich eure Unternehmensvision ist und ihr nicht nur rein mechanisch digitalisiert und nur auf Schnelligkeit und Effizienz ausseit, dass das natürlich alles auch unternehmerisch, ja, sich rechnet. Das ist natürlich klar, weil diese ganzen Weiterempfehlungen und das, wovon du gesprochen hast, das wirkt sich natürlich positiv aufs Unternehmerresultat monetär aus. Absolut. Kann ich dir nur zupflichten. Genau das ist der Weg und ich glaube, dass wir da halt auch nicht alleine am Markt mitstehen. Ich glaube, viele erfolgreiche Unternehmen gehen einen sehr ähnlichen Weg und haben so ihre Erfolgsgeschichte geschrieben. Und ich glaube, Erfolg oder unser Erfolg, der gibt uns auch recht und bestätigt uns, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, der goldrichtige ist. Zum Abschluss, Julian, persönliche Frage. Was sind denn deine Herausforderung persönlich jetzt gerade? Ich weiß, du lebst auf dem Land. Ich weiß, du bist gerade frisch verheiratet. Das sind ja die schönen Dinge. Aber wo sagst du zukunftsorientiert 2022? Welche Themen willst du angehen? Also ganz oben, ich möchte glücklicher Papa werden. Okay, ich glaube, das ist so, das steht über allem, weil ich mit meinem hoffentlich gesunden Kind den Sinn meines Lebens meinem Leben nochmal einen anderen Sinn gebe. Und ich vor allem, und so praktiziere ich es halt auch bei Hanse Mondial, ich mein Wissen einfach weitergeben möchte. Und wem möchtest du es lieber weitergeben als deinem Kind? Also niemandem. Und genau das ist halt mein Spirit und das wird nächstes Jahr sicherlich da ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden. Aber zudem werde ich einen halben Ironman laufen nächstes Jahr. Wow. Und diesen an einem... diesen 73.5, diesen... Ja, genau. Und wo wirst du das machen? An einem Ort, der heute noch nicht bekannt ist, also mir nicht bekannt ist. Ich werde einen Wettkampf mir raussuchen, an einem Ort, wo ich unter normalen Umständen vielleicht niemals hinfahren oder fliegen würde. Okay. Es wird auch nicht Europa sein. Okay. Ist noch nicht final entschieden. So ein paar Hinweise und Ideen habe ich schon bekommen und habe mir Inspiration geben lassen. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Man muss dazu sagen, das wissen vielleicht die meisten ja nicht. Also das ist ein großes Vorhaben, auch unter dem Aspekt, dass du letztes Jahr oder dieses Jahr die Knieoperation hattest, die war Anfang diesen Jahres? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Und du wirklich dich Kilometer für Kilometer echt an
das rankämpfst. Richtig? Das ist ja unglaublich, ja. Das ist die dritte Knie-OP, die ich hatte. Und Sport gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Ich habe 25 Jahre Fußball gespielt und aus dem Grund, ich werde nicht einfach aufhören. Hm. Es sei denn, irgendwann sagt mir ein Arzt, also entweder du hörst auf oder sitzt bei dem Rollstuhl. Vielleicht wäre das ein Aspekt für mich. Meine körperliche Fitness gehört halt irgendwie zu meinem Alltag dazu. Weil wenn ich körperlich nicht fit bin, dann bin ich halt auch geistig nicht fit. Und mhm. mental nicht fit. Und von daher ist mir dieser Aspekt ganz, ganz wichtig. Aber ich muss dazu sagen, es gehört halt auch ein bisschen was anderes dazu, so einen Triathlon zu laufen. Da geht es darum, seinen inneren Sinn nochmal ganz anders zu definieren. Es geht darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und innere Grenzen zu überschreiten. So, und ich glaube, dass ich gerade sportlich in meinem Leben wenig Grenzen hatte und ich habe generell wenig Grenzen gehabt und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie ich da so auf dem Weg dorthin, also heißt das regelmäßige Training und so weiter, wie das so auf mich wirkt und wie ich das so umsetzen kann. Also das wird ein ganz, ganz spannendes Jahr. Ich habe da mit Finn Peters einen grandiosen Sparringspartner. Wir werden uns da gegenseitig in den Allerwertesten treten und wir haben eine sehr spannende Zielsetzung und Also ich kann das schon sehr nachvollziehen. Ich bin ja auch eigentlich sehr sportaffin, mache viel, laufe und auch sonst so einiges. Und mein weitestes waren jetzt 24 Kilometer. Ja, also ich kann das nachvollziehen, dieser innere Auseinandersetzung mit den Grenzen drüber gehen, Sinnsuche und so weiter. Und auch mit dem, was ich jetzt mache, das ist auch tagtäglich, komme ich da an meine Grenzen und muss darüber gehen. Von daher ist es aber auch schon ein Terrain. 22 Kilometer laufen, 90 Kilometer Radfahren und 1,9 im offenen Gewässer schwimmen. Das ist Chapeau. Finde ich gut. Es ist im Prinzip dein Lebensmotto auch im Bereich, im privaten Bereich, Zukunft, also ständig in Bewegung. Mobilität ist alles, oder, Julian? Ja, weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Ich möchte jetzt nicht von meinem Alter sprechen, aber ich merke schon, dass es auch einfach mal cool ist, im Liegestuhl zu sitzen und zu chillen. Hm. Ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit haben zum Lesen und einfach nur so in den Tag reinleben. Also die Zeit, die sehe ich mir auch herbei, so ist es nicht. Denkpausen. Einfach mal offline sein, das ist auch total in Ordnung. Ich glaube, das muss sich auch jeder eingestehen, der sonst immer gerne mal auf der linken Spur unterwegs ist mit durchgedrückten rechten Fuß. Also von daher, Mobilität schon, Erlebnisse gehören dazu. Ich möchte noch ganz, ganz viel sehen in meinem Leben. Das möchte ich mir nicht absprechen und nicht nehmen lassen. Vielleicht ist das auch die geistige Mobilität, die irgendwie doch auch dazugehört und die man bei dir natürlich sehr spürt. Immer deine Offenheit für neue Inspiration, neue Wege, wirklich auch revolutionär zu denken, die Dinge neu zu betrachten. Ja, sehr, sehr interessant. Für mich ist das Thema wirklich jetzt auch, abgesehen jetzt mal von Customer Experience und von deiner Kundenorientiertheit, wirklich die Mobilität in den Fokus gerückt, wo ich auch selber anfange nachzudenken und auch sage, wie verhalte ich mich denn selber? Bin ich denn offen für Alternativen? Suche ich auch die Möglichkeiten zu sagen, ich lasse das Auto jetzt stehen, ich fahre jetzt mit dem Zug zum Beispiel nach Barcelona rein oder, ja. Also wenn ich die Impulse bei dir geweckt habe, dann bin ich hellauf. Ja, also definitiv und total. Ich bin natürlich mit dem Fliegen sehr abhängig in Barcelona. Das ist schon eine weite Strecke zu den Orten, die natürlich auch Lebensmittelpunkte von mir sind. Aber trotz alledem danke ich dir für diese Inspiration und für dieses Potenzial, da wirklich nachzudenken einfach.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Ehre, diesen Podcast mit dir zu machen. Ich wünsche dir und euch natürlich ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und ja, ich glaube, wenn man den Kunden im Mittelpunkt seines Geschäftsmodells sieht und sein Feedback ernst nimmt, das ist ganz, ganz wichtig, dann hat man nachhaltigen Erfolg. Und Nachhaltigkeit spielt in unserer Gesellschaft heute mehr denn je eine ganz gravierende, relevante Rolle. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Julian, ich danke dir. Dankeschön. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann, Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und Dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience-Themen auf meinem Instagram-Account Amelung & Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.